Neuschwanstein des Nordens, das Schweriner Schloss. Ob von der Wasserseite aus oder wenn der Besucher aus der Innenstadt kommend die Schlossstraße hinunterwandelt, das Schweriner Schloss ist ein wahrer Hingucker und lässt sogleich Erinnerungen an Märchen wach werden. So hört sich das neue Projekt der Stadt Schwerin, dem Unternehmen Max Press und zahlreicher weiterer kommunaler Partner an. Das Portal City2Go begann mit einer Idee von Max Press. Sehenswürdigkeiten in Schwerin hörbar und erlebbar machen. Am 9. Juni gaben die Initiatoren und Partner den Startschuss für das Projekt. Ja, also ich sag mal, Sehenswürdigkeiten zu entdecken mit einem Reiseführer in der Hand ist das eine. Aber da kann man sich ganz häufig ja nicht so richtig auf das einlassen, was einen umgibt. Also haben wir überlegt, wäre es nicht schön, wenn man Sehenswürdigkeiten hören und damit auch richtig erleben könnte. Heißt, ich habe die Kopfhörer auf oder in den Ohren und laufe an den Sehenswürdigkeiten entlang, kann den Blick schweifen lassen und muss jetzt nicht die ganze Zeit auf einen Text gucken. Und so ist die erste Idee entstanden. Laut Oberbürgermeister Dr. Rico Badenschier verbindet City2Go verschiedene Themen der Stadt. Das Thema Welterbe, das Thema Kultur im öffentlichen Raum, das Thema Sehenswürdigkeiten. Wir haben in den letzten 5 Jahren mehrere Anläufe gesehen, wo am Ende es dabei herausgekommen wäre, dass Besucher sich 3 oder 4 Apps installieren müssen. Jetzt haben wir alles auf einer Plattform, die auch noch erweiterbar ist, wo noch der Zoo dazu kommen kann, wo vielleicht auch Indoor-Rundgänge dazukommen können, das Freilichtmuseum Müs. Also was auch erweiterbar ist und wo man sagt, das ist eine Plattform, auf der alle Informationen zugänglich sind für die Touristen, aber auch für die Schweriner. Das Projekt ist von Zeit zu Zeit gewachsen. Nach mehr als 2,5 Jahren ist das Portal startbereit. Wir haben 60 einzelne Sehenswürdigkeiten in der Stadt hörbar, erlebbar gemacht, also haben schönes Audio dazu produziert. Dabei war es uns wichtig, dass es eine einfache Sprache ist, damit man gern zuhört. Geräusche kommen dazu und entsprechende Musik, sodass man richtig eintauchen kann in die Geschichte und in die Geschichten, die die einzelnen Sehenswürdigkeiten so umgeben. Darüber hinaus gibt es noch viel mehr zu entdecken. Gebäude, Denkmäler und Skulpturen. Viele Sehenswürdigkeiten sind im 360-Grad-Format auf Augenhöhe oder aus der Vogelperspektive zu sehen. Außerdem bietet die Plattform virtuelle Rundgänge an besonderen Standorten, wie zum Beispiel durch das Schloss oder dem Staatlichen Museum. Den Zugang zur Plattform erhalten Nutzer unter anderem über QR-Codes, die in Schwerin in der Nähe von Sehenswürdigkeiten an Papierkörben und Haltestellen verteilt wurden. Nach dem Einscannen des Codes wird der digitale Stadtführer aufgerufen. Insgesamt 600 dieser Aufkleber wurden in der Stadt verteilt. Also einmal ist es gut, wenn die kommunale Gemeinschaft zusammenhält und solche Projekte vereint auch stemmt. Und Schwerin bekannt zu machen, das ist immer was Schönes. Und wenn wir Schwerin bewegen über unsere Fahrzeuge, die ganzen QR-Codes sind auch in allen Fahrzeugen lesbar über die Handys, dann passt das einfach zusammen. Wir bewegen, wir bringen an Ziele, wir verbinden Schwerin und dann weiß man auch, woran man vorbeifährt. Und vielleicht dreht der eine oder andere eine Schleife mehr und entdeckt die Stadt ganz neu. Das Projekt wird unterstützt durch die Stadtwerke Schwerin, der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin, dem Nahverkehr Schwerin sowie der Schweriner Wohnungsbaugenossenschaft. Weitere Partner sind die kommunalen IT-Dienstleister SIS und KSM, der Welterbeförderverein, die Stadtmarketinggesellschaft und die Helios-Kliniken Schwerin. Die Frage, dass man mit interessanten Fotos, aber halt auch mit sozusagen Videorundgängen für Leute von außerhalb, die nach Schwerin kommen, in Schwerin sind, nach Schwerin wollen, sich die Stadt in vielerlei Hinsicht anschauen können. Ich finde, die Idee ist in vielerlei Hinsicht noch nicht ausgelotet und das kann sowas wie so eine, ja, das offizielle Schaufenster von Schwerin natürlich im Internet und ich sehe da ganz viele Möglichkeiten. Ja, grundsätzlich fanden wir das als Sparkasse auch eine wunderschöne Idee, hier unsere Landeshauptstadt noch etwas stärker auch in das öffentliche Bewusstsein zu bringen. Zum einen natürlich hinsichtlich des Welterbes, der Welterbebewerbung, zum anderen aber auch für die vielen Touristen, die ja glücklicherweise in diesem Frühjahr und in diesem Sommer wieder verstärkt in die Stadt strömen. Mit City2Go erhalten Schweriner und Touristen einen Überblick über die Landeshauptstadt. Gleichzeitig rückt das Ziel der Welterbebewerbung näher. Die Plattform ist erweiterbar. Der Schweriner Zoo hat bereits Interesse an der Teilnahme im digitalen Stadtführer angemeldet. Weitere beliebte Orte in Schwerin werden mit Sicherheit folgen. Weitere Informationen finden Sie unter city2go.schwerin.de.